Marty Fertz steigt aufs oberste Seil. Kick an den Kopf. Vorarms hier von Fabs. Und wieder aufs oberste Seil. Das ist natürlich nicht so clever jetzt, aber da setzt Duxdorf ihn erstmal wieder schön in die Ringecke. Aber es ist natürlich in der Hitze des Gefechts. Das sollte man nun wirklich nicht machen, weil Fabs ist da nun doch ein bisschen zu leicht für. Ohrfeige von Fabs. Headbutt. Gegen Tim Duxdorf, der scheint doch schon so ein bisschen überrascht zu sein hier von den Aktionen. Und jetzt der Boot. Wird es der Tornado DDT? Der Tornado DDT gegen Duxdorf. Sehr schön durchgezogen. Tim Duxdorf liegt am Boden. Wie aus dem Bilderbuch. Oh, jetzt muss sehr schnell das Cover folgen. Er hätte Fabs vielleicht noch die Chance. Ah, Tim Duxdorf kommt schon wieder nach oben. Schade. Eine Aktion hat das schon gereicht, um Duxdorf komplett aus dem Konzept zu bringen. Jetzt hängt er in der Ecke, Fabs auch, trommelt wieder auf den Beinen. Oh, und wieder auf den Rücken hier von Tim Duxdorf. Aber immer noch das Konter von Marty Fabs, er hält immer noch dagegen. Steht immer wieder auf. Und wieder ein Konter und nochmal. Und wieder auf den Rücken. Tim Duxdorf bearbeitet immer wieder den Rücken von Marty Fabs. Und der kommt wieder zurück. Das Einzige, was mir hier so spontan einfällt, ist das Wort Flummi. Fällt runter und springt sofort wieder auf. Oh, wie Fabs da auf Duxdorf einprügelt. Und da kommt der Big Boot. Oh mein Gott. Der saß. Der hat getroffen. Da sieht man, Fabs ringt nach Luft. Genau auf dem Brustkorb. Ja, das war wohl schon die allerletzte Kraft, die Duxdorf da aufbringen konnte. Die Schläge vorher haben ihn offensichtlich echt nicht gut getan. Jetzt soll die Clothesline kommen. Fabs weicht aus. Oh, Niet. Nochmal. Fabs nimmt Tritt in den Magen. Vorarm gegen Duxdorf. Der rennt hinterher, Duxdorf weicht aus. Naja, Fabs weicht aus, Duxdorf fällt aus dem Ring. Na, das war auf jeden Fall überlegt von Fabs. Ich muss sagen, körperlich ist er doch extrem überlegen, aber unterlegen, aber geistig. Jetzt steigt auf sowas Detail. Somersault Plancher von Marty Fabs und Duxdorf liegt am Boden. Sehr gefährliche Aktion hier von Marty Fabs. Er riskiert wirklich alles für seinen Sieg. Der Ringrichter ermahnt hier Acid Parker, er soll sich nicht einmischen. Beide werden angezählt vom Ringrichter. Was ich eben noch sagen wollte, Marty Fabs ist natürlich körperlich schon unterlegen, aber geistig mindestens auf derselben Höhe. Sehr überlegte Aktion hier von Marty Fabs. Der kommt hier auch als erster wieder auf die Beine. Und gleich mit dem Kick gegen den Kopf von Duxdorf. Jetzt wittert er seine Chance. Duxdorf muss zurück in den Ring. Marty Fabs geht hinterher. Der Ringrichter hat die beiden ja angezählt gehabt. Tja, und Marty Fabs will jetzt das Match beenden. Zieht Duxdorf wieder auf die Beine. Jetzt die Vorarms. Kick in den Magen. Aber Duxdorf mit einem Schlag in die Rippen, dem Snapmare, dem Schlag in den Rücken. Oh, aber jetzt soll wohl der Knee Drop folgen. Duxdorf nimmt das Polster von seinem Knie herunter mit dem bloßen Knie. In den Ringboden hämmert er das Knie. Der Marty Fabs kann ausweichen. Duxdorf jetzt auf den Knien. Fabs kommt an. Oh, Knee-Hit. Nummer 2. Zweiter Knee-Hit. Und Nummer 3. Und er fällt ins zweite Seil. Das gibt den 0-3-0. Marty Fabs will jetzt den 0-3-0 zeigen. Er nimmt Anlauf. Und er sitzt. Voll auf die 12, wie man so schön sagt.
Marty Phelps steigt aufs oberste Seil. Suchsdorf reicht aus. Aber Phelps hat es, hat sich rechtzeitig noch abgerollt. Big Boot gegen Phelps. Suchsdorf mit dem krachenden Big Boot. Ja, er Tim Suchsdorf schwankt aber auch ganz schön. Na, was kann man ihm denn, das kann man ihm nicht verübeln. Er steht seit über 30 Minuten da im Ring. Zwei Kämpfe nacheinander. Jetzt die Ohrfeige gegen Marty Phelps. Jetzt schmeißt er ihn raus. Ja, jetzt lenkt er den Ringrichter wieder ab. Das war ja schon fast wieder abzusehen. Acid Parker geht jetzt auf Marty Phelps los. Unfaire Aktion hier schon wieder. Muss das wirklich sein? Ich meine, Tim Suchsdorf ist doch eigentlich körperlich absolut überlegen. Oh, der Ringrichter ist abgelenkt. Oh, da hat Suchsdorf einen Stuhl. Oh, das muss er nun wirklich nicht sein. Kann er denn keine andere aus? Oh, Dropkick. Und der Stuhl geht mitten ins Gesicht von Suchsdorf. Jetzt hat Phelps die Chance. Sehr schöne Aktion hier. Axis Parker kriegt auch noch rein mit und jetzt geht Phelps wieder nach oben. Geht aufs oberste Seil. Sehr schöne Ringübersicht hier von Marty Phelps. Was passiert jetzt? Suchsdorf wieder auf den Mann. Oh, Happy Knee Landing von Marty Phelps. Und das Cover hinterher. 1, 2, 3. Das ist der Sieg für den jungen Berliner. Und Suchsdorf ist zum zweiten Mal am heutigen Abend geschlagen. Wer hätte das gedacht? Tim Suchsdorf greift hier zu den unfairen Mitteln, nimmt sogar einen Stuhl, weil er sonst kein Rezept mehr sieht, um Marty Phelps besiegen zu können. Und Marty Phelps mit seiner Ringübersicht, mit seiner Schleue, sieht den Stuhl kommen, aber reagiert mit einem Dropkick. Der Stuhl trifft Tim Suchsdorf genau an der Stirn. Und das ist der, sind die entscheidenden Augenblicke, die dann zum Sieg für Marty Phelps führen. Für mich ehrlich gesagt völlig überraschend, dass der hier gewinnt. Nicht nur für dich absolut überraschend. Ah, Suchsdorf, der sieht geschlagen aus. Zwei Niederlagen in einem Abend, für sein Ego natürlich nicht gut. Und das, sind wir ganz ehrlich, für eine erfolgsverwöhnte Gruppierung wie Rain ist das natürlich schon ein Schlag ins Gesicht. Ja, Lester wirft natürlich auch die Frage auf, ne? Der Anführer von Rain, der Anführer einer Gruppierung, verliert zwei Kämpfe hintereinander, eins davon gegen Marty Phelps. Ka, ich lasse dir die Frage einfach mal so offen im Raum stehen. Und da im Ring, wenn ich das sehe, da gibt es wohl so leichte Diskussionen. Sieht zumindest so aus. Ja, und Tim gibt jetzt Acid Parker hier die Schuld. Ja, er ist natürlich nicht der Auszubildende. Ja, aber der Auszubildende wehrt sich. Ja, der lässt sich das nicht mehr gefallen. Ja, und das sind dann doch schon hier so die ersten Unstimmigkeiten, so wie das hier aussieht. Könnte aber auch sein, dass Tim Suchsdorf jetzt einfach nur frustriert ist. Ja, aber das ist doch... Wenn der Auszubildende sich gegen seinen Lehrmeister erhebt, wenn die Gruppierung zusammenhält, was sie ja nun mal tut, das haben wir vorhin gesehen, dass alle vier gleichzeitig draußen waren, und dann geht der Auszubildende gegen den Lehrmeister los, das ist ein schlechtes Zeichen. Da bin ich gespannt. Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie sich das denn jetzt hier weiterentwickelt. Ja, da hören wir die Ankündigung von Tim Suchsdorf, er kommt irgendwann wieder. Aber da müssen wir gespannt sein, wie das sich weiterentwickelt. Das war's mit DVD 1. Wir sehen uns gleich wieder auf der zweiten DVD.